Hallo zu On The Grid. Wir sind heute wieder mal im Presseclub. Heute mit Johannes Kübeck von der Kleinen Zeitung. Sie waren jahrelang Journalist und sind jetzt sozusagen als Autor tätig. Ihr aktuelles Buch, was Sie jetzt heute vorgestellt haben, heißt Zwischen den Zeilen. Um was geht es in diesem Buch? Welche Eindrücke möchten Sie den Lesern vermitteln? Das Buch ist ein Resümee von fast 40 Jahren Journalismus in der Steiermark bei der Kleinen Zeitung. Und es ist eine Dokumentation auch meiner Annäherung an die Leser. Und was möchten Sie in diesem Buch eben inhaltlich weitergeben oder was geben Sie in diesem Buch inhaltlich weiter? Es geht zum Beispiel darum, dass die Steiermark wirtschaftlich sehr schwierige Zeiten in den 70er und 80er Jahren mitgemacht hat, aber dass die Steirer durch eigene Tüchtigkeit diese Probleme auch wieder gelöst haben und dass wir ein halbwegs erfolgreiches Industrieland geblieben sind. Also das heißt einerseits die Stahlkrise, andererseits Steyr, Daimler Buch in Graz und natürlich dann auch die Produktion, also die Erzabbau, also die Minenkrise, eine Minenschließung nach der anderen im Erzraum in der Obersteiermark. Ja, genau. Also ich schildere, weil ich es selber erlebt habe als Journalist, diese Entwicklungen, aber auch wie die Menschen die Herausforderungen angenommen und sie letztlich auch bewältigt haben. Und das ist eine ganz große Leistung, die bisher noch nicht so oft in den Büchern wiedergegeben wurde. Sie waren eben in diesen Bereichen Wirtschaft, Innenpolitik und Außenpolitik tätig, zuletzt auch eben in Brüssel als Korrespondent. Was waren in diesen 40 Jahren, die Sie jetzt als Journalist tätig waren, für Sie prägende, persönlich prägende Momente oder persönlich prägende Personen, denen Sie begegnet sind? Also ganz wichtig war für mich der Fall des Eisernen Vorhangs, das Ende der Teilung Europas, die ich als Kind und junger Mann selber erlebt habe. Und dass das alles zu Ende war und dass dann der Beitritt zur Europäischen Union möglich war und gelungen ist und dass Österreich zum Beispiel zu einem der erfolgreichsten, wirtschaftlich erfolgreichsten Länder dieser Europäischen Union aufsteigen konnte, das ist einfach eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Noch einmal, nicht des Landes, sondern der Menschen, die sich vollbracht haben. Also das heißt, auch in Ihrer Berichterstattung war immer der Mensch im Vordergrund? Ja, ganz wirklich. Mir ist es unglaublich wichtig, dass ich im Laufe der Zeit den Kontakt zu Lesern gesucht und gefunden habe, weil die im Mittelpunkt stehen müssen. Die Ereignisse sind ohnehin wichtig, aber es geht darum, die Ereignisse an die Menschen heranzubringen und dazu muss man die Menschen kennen. Sie haben heute diesen Kontakt zu den Lesern angesprochen, auch das Thema Lügenpresse. Wie sehen Sie das als Mahnung, durchaus auch als Warnung seitens der Leserschaft, seitens der beunruhigten Bevölkerung gegenüber den Journalisten, dass man vielleicht mehr wieder sich auf Themen konzentrieren sollte, die auch die Bevölkerung eher interessiert? Ich glaube, genau darum geht es. Es gibt in der aktuellen Flüchtlingskrise eine große Beunruhigung unter den Menschen. Die muss man beachten. Man muss nicht sagen, dass die Menschen Recht haben. Man muss ihnen zuhören und das, was sie empfinden, auch wiedergeben. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Aufgabe der Medien. Und wenn das zu wenig geschieht, dann passieren solche rechtsextremen Entwicklungen, wie es zum Beispiel die Pegida in Deutschland ist, die dann den Vorwurf der Lügenpresse erhebt. Und eine letzte Frage noch, die Macht der Medien, also die Kleine Zeitung hat in der Steiermark ein gewisses Monopol, aber allgemein, Sie haben heute auch den Fall Wulff angesprochen, dass eben der Druck seitens einer bewusst teilweise falsch informierten medialen Kaste, nenne ich es mal so, dazu geführt hat, dass ein deutscher Bundespräsident zurücktreten musste. Wie sehen Sie das? Müssten auch Journalisten dafür sorgen, dass sie sich auch besser informieren, um eben Falschmeldungen früher zu erkennen? Natürlich müssen die Journalisten das tun. Aber das Entscheidende ist, die Menschen sind nicht dumm. Und das müssen Journalisten auch erkennen und sich danach richten. Falschmeldungen können von Medien nur dann fruchten, wenn die Leser und die User der Medien nicht mündig sind. Das ist mein Appell daran, an alle,
nehmt die Medien, wie sie sind, und konsumiert sie als mündige Bürger. Dann sage ich danke fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. So, und weil es ja bald weihnachtet, haben wir uns gedacht, es gibt heuer ein kleines Gewinnspiel. Da gibt es jetzt Folgendes, nämlich dieses Buch Zwischen den Zeilen von Johannes Kübeck. Ihr dürft euch darauf freuen. Der Autor hat uns es auch unterschrieben. Und ja, es wird noch zwei weitere Preise geben. Näheres dazu in den nächsten Folgen. Bis demnächst.